weiß keine Straße mehr, die hinausführt. Ich weiß keine Straße mehr. Komm, hilf. Ich weiß nicht mehr, was mich befallen wird in dieser Nacht. Ich weiß nicht mehr, was morgen ist und Abend. Ich bin so allein, o Herr. Und niemand trinkt mein Leiden. Keiner steht an meinem Bett und nimmt die Qual mir ab. Und schickt den Wolken mich und grünen Flüssen, die ins Meer hinrollen, Herr, mein Gott. Ich bin den Vögeln ausgesetzt, dem Schlag der Uhr, die berstend meine Seele kränkt und mir mein Fleisch verbrennt. O Herr, in meinen Worten ist Finsternis, die Nacht, die meine Fische schlägt, unter dem Wind und Berge schwarzer Qual. O Herr, erhöre mich, o hör mich an. Ich will nicht mehr allein die Übelkeit und diese Welt ertragen. Hilf mir, ich bin tot. Und wie der Apfel roll ich in das Tal und muss ersticken unterm Holz des Winters. O mein Gott, ich weiß nicht mehr, wohin mein Weg mich führt. Ich weiß nicht mehr, was gut und schlecht ist auf den Feldern. Herr, mein Gott, in Gliedern, ich bin schwach und arm. Mein Wort verbrennt in Traurigkeit für dich.
Ihr Lieben, es klingt fast wie ein Gebet, was ich zu Beginn vorgelesen habe. Es ist ein Gedicht, Lyrik, des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard aus seinem Gedichtband In Hora Mortis. Thomas Bernhard ist, so er dennoch wahrgenommen wird, vor allem mit seinen Prosawerken bekannt. Seine Gedichte stehen am Beginn seines literarischen Schaffens. Sie sind geprägt von seinem persönlichen Schicksal, von Leid, Krankheit, Schmerz und Verlust. Und sie lassen noch anklingen, wie sehr er in diesen Jahren in einer Verbindung zum Glauben, zur Religion, ja zu seinem Gott lebte. Was aber auch in seinen Gedichten bereits anklingt, ist nicht so sehr ein Zweifel an Gott und an seiner Wirklichkeit. Gott ist für ihn, vor allem noch in seiner zweiten Gedichtsammlung, ein real ansprechbarer. In Hora Mortis ist die Überschrift dieser Sammlung, in der Stunde des Todes. Er nimmt damit direkten Bezug auf das Ende des Ave Maria. Wie ein Betender bezieht er seine Texte auf ein Gebet. Doch je intensiver man in die Gedichte eintaucht, umso deutlicher wird, dass sie nicht einfach Gebete sind. Mag er noch nicht an Gott zweifeln, so ist er doch dabei, an Gott zu verzweifeln. Doch gerade diese Verzweiflung, die er Gott entgegenschreibt, entgegenruft, macht diese Gedichte zu intensiven Auseinandersetzungen mit Gott, mit seiner Religion und seinem Glauben. 20 Jahre später, zu Beginn der 80er Jahre, wird er sich zwar nicht distanzieren von dem, was er 1957 und 58 geschrieben hat. Allerdings macht er dann deutlich, dass er sich zuerst vom österreichischen Katholizismus, dann von Religion und schließlich auch von Gott entfernt hat. Aus der Verzweiflung, die in den Gedichten anklingt, wurden Zweifel. Aus dem aufgestauten Leid, aus Schmerz wurde Wut. Wie wild berserkert er in vielen seiner Prosawerke gegen seine Landsleute, gegen die Kirche und gegen die Gesellschaft. In seinem ersten Roman, erschienen 1963, der den Titel Frost trägt, stößt er Gott nicht nur von sich, sondern stößt ihn direkt in die Hölle. Nach 1961 hat er so seine Selbstauskunft, keine Lyrik mehr verfasst, kein Gedicht mehr geschrieben. Umso intensiver bleiben und wirken bis heute seine drei frühen Gedichtsammlungen. 1931 im Februar geboren, würde Thomas Bernhard in diesem Jahr 90 Jahre alt. Thomas Bernhard ist im Februar 1989 gestorben. Das Lungenleiden, das ihn seit 1949 nicht mehr losgelassen hatte, brachte ihm den Tod. Die Erfahrungen, die er als junger Mann mit Leid, Schmerz, Krankheit und Tod machte, prägten ihn für sein Leben. Ausdruck findet viel davon in seinen Gedichten. Ich halte sie für lesenswert. Sie fragen in ihrer Auseinandersetzung mit Gott auch meinen Glauben an. Es sind wahrlich keine Gebete, die ich einfach nachsprechen könnte. Es sind Rufe und Anrufungen Gottes, die mich fassen. Zeugnisse des Glaubens und einer Sehnsucht nach einem Gott, der doch helfen möge und an dem man dann doch immer wieder irgendwie verzweifeln kann und zum Schluss zweifelt. Ich kann mich aber neben den Dichter stellen, auch wenn ich mich nicht in seine Gedichte hineinbegeben kann. Ich kann mich neben den Dichter stellen und mit ihm zu Gott schreien. Ja, dazu kann man diese Gebete, die sie ja dann doch fast wieder sind, kann man diese Gedichte lesen und wirken lassen. So auch das Gedicht, das ich jetzt zum Ende vorlesen will. Zerfall, mein Gott!
der meine Qual zu Staub stößt vor den Tempeln. Herr, mein Gott, ich bin zerstört, zerschunden schon mit Kraut und Wurzel, o zerstört mit Steinen, o zerstört im Acker. Eifersucht hat mich zerstört in Liebe und bespritzt mit Blut, zerstört. Ich kann nicht träumen, niemand träumt. Ich kann vor dir nicht stehen. Ich bin zerstört in dieser Zeit, die mir ihr Messer stößt ins Herz. O Herr, der mich in Schnee und Eis lässt knien, um ein Gebet und Gnade fernen Himmels. Herr, gib Brot und Wein und lass mich sterben jetzt und wehen im Wind.